Willkommen, werte Schrauberfreunde. Mein Name ist Matthias Stockinger und es geht weiter. A4 haben wir noch gestern zusammengeschraubt. Es ging etwas länger und dann hatten wir keine Zeit mehr zum Filmen, einfach weil wir fertig werden wollten. Aber A4 ging raus, A6 kam rein. Da steht er. Sind wir auch schon fast fertig, beziehungsweise der Kollege hier. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht, nur meine Bühne zur Verfügung gestellt. Schön hier von Nussbaum. Der wurde am Sonntag angeliefert, weil er auf der Autobahn stehen geblieben ist. Lichtmaschine hat gedacht, oh, heute Strom liefern, gar keinen Bock. Und dann ging sie kaputt. War ein bisschen Heckmeck, das Ganze auszubauen. Ihr seht gerade, Scheinwerfer musste raus. Was musste alles raus? Scheinwerfer. Ladeluftkühler schau raus, ne? Ladeluftkühler, Kompressor vom Luftfahrwerk. Ja, das war's eigentlich. Okay, und der Riemen natürlich, logischerweise. Ja, ist nicht mehr so wie früher, wo man alles schön von oben alles schön drankommt. Aber wir haben hier halt auch den großen 3 Liter drin, dementsprechend braucht der Motor auch Platz. Lichtmaschine, die alte liegt gerade hier am Boden. Ja, hat einfach nicht mehr die Leistung gebracht, hat es aber wohl vor einem Jahr schon mal so leicht angedeutet. Heißt, bei einer Messung kam 13 irgendwas Volt, hat es nur geliefert. Sogar noch weniger. Noch weniger. 12,8 oder so. Okay, 12,8. Also hat es sich schon etwas angekündigt, aber klar, da agiert man dann vielleicht doch noch nicht ganz so drastisch und schnell, weil man ja nicht unbedingt auch immer Bock drauf hat und ja, solange sie lädt, lädt sie halt, ne? Aber dann hat sie da gedacht, jetzt lade ich nicht mehr. War leider nicht bei mir um die Ecke, sonst hätte ich den Kollegen abgeschleppt. War aber einer 120 Kilometer gefahren ohne Lichtmaschine, ne? Ja, geht halt auch noch mit Diesel. Also 120 Kilometer gefahren, noch ohne Lichtmaschine. Das größte Selbstzünder. Aber hier und da sind ja halt doch Verbraucher an, die man auch braucht. Ja, und die ziehen. War ist, ne? Okay, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört oder verstanden habt. Also Automatikgetriebe hat halt irgendwann gesagt, ich brauche mehr Saft und der war nicht mehr da. Und dann war es vorbei. Gut, aber ist jetzt auch fertig. Bühne wird dann frei schon fürs nächste Fahrzeug, ein VW Charan. Also wir bleiben heute in diesem Video nur in der VAG-Gruppe, denn der VW EOS, den ihr von den Videos, zwei Videos davor kennt, ist jetzt auch fertig. Ich mache jetzt gerade noch hier den Service-Scan. Heißt, ich gehe mit VCDS alle Steuergeräte durch und da sind auch noch ein paar Fehler drin. Die löschen wir jetzt alle. Ihr müsst euch vorstellen, das Auto stand ja 2 Jahre. War auch die Batteriespannung, Bordspannung mal zu gering. Das setzt auch alles Fehler. Noch viele Elektrikfehler drin, also Türelektrik, dies, das. Lösche ich alles raus und wenn das Fahrzeug irgendwann mal wieder zum Service kommt, machen wir den Service-Scan nochmal und dann wissen wir genau, was wirklich ein Problem ist und was vielleicht einmal ein kleines Problem verursacht hat. Aber schickes Fahrzeug, perfekt jetzt für den Sommer fertig. Bin jetzt gerade noch durch die Waschanlage gefahren. Und richtig cool hier mit der Beleuchtung am Seitenspiegel. Macht schon was her. Und ich muss sagen, ist doch eigentlich ein echt schönes Cabrio. Wichtig, ja, wir haben auch 4 Sitzplätze, nicht nur 2. Hat natürlich Vorteile, gerade bei einer Familie können die Kids auch noch mitfahren. Und genau, war jetzt beim Z4 zum Beispiel nicht so. Grüß dich, Z4-Besitzer, falls du das Video siehst. Ich hoffe, ihr habt viel Freude am Z4. Ich vermisse ihn tatsächlich hier und da, denn es hat schon Spaß gemacht, gerade bei so einem Wetter jetzt in den Schwarzwald zu ballern mit dem 3 Liter. Aber auch hier gab es einen Neuzugang zum Thema Cabrio. Den zeige ich euch, denke ich, nächste Woche. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was für ein neues Cabrio, also nicht der EOS, ein neues Cabrio jetzt zum Fuhrpark gehört. Ist auch wieder ein Zweisitzer und ein Hersteller, den ich noch nicht so oft als Video hier auf meinem Kanal hatte. Lass uns mal noch außen rum gehen. So. Ihr seht, alles schön. So, alles schön sauber. Passt, also wirklich ein cooles Fahrzeug und wie gesagt, im ersten Video schon zu dem Auto. Ist halt die Diesel-Variante und die bekommt man halt gerade billig. Gut, Service-Scan ist erledigt. Jetzt können wir hier Fehler löschen. Ja, löschen, weil ich sie schon ausgedruckt habe. Jetzt waren wir noch, dass nichts gespeichert ist, aber ich habe sie schon ausgedruckt. Und jetzt löscht es die Fehler und dann sage ich dem Kollegen/Kunden Bescheid,
dass das Auto fertig ist und es wird ja schon heiß erwartet und perfekt zum Wochenende kann es dann losgehen. Ja, was steht sonst noch an? Das war's fast. Am Samstag haben wir hier Scheibentag, heißt, da machen wir an drei Fahrzeugen einmal Frontscheibe, einmal am Heckdeckel eine neue Scheibe und an dem besagten Cabrio, was dazu kommt, auch noch die Verdeckscheibe müssen wir auch noch einkleben. Wenn das klappt, müssen wir probieren. Die ist undicht und hängt unten raus. Und E36, ich wünschte, er wäre schon fertig. Ich brauche die Bühne gerade mehr denn je, aber wir kommen einfach nicht dazu. Und ja, die Batterie, die ich geladen habe hier für den Maserati, die ist jetzt auch voll. Wir konnten sie noch retten. Das heißt, sie war tiefenentladen, aber wie gesagt, mit dem Ladegerät hier von Moll, könnt ihr mal abchecken, ist wirklich top. Gibt es ein schönes, gutes Programm für tiefenentladene Batterien, die da einiges wieder retten kann und auch die Zellen wieder aktiviert. Und das hat geklappt. Die gebe ich jetzt dem Kunden bzw. der Kundin mit, die Batterie. Dann wird sie eingebaut vor Ort ins Fahrzeug und dann läuft das Auto wieder und dann kommt der Maserati sehr wahrscheinlich hierher. Und dann rüsten wir da was nach, dass wir da per Schaltung einfach die Batterie abklemmen können, weil der doch sehr oft oder meistens nur steht und dann muss man da nicht immer alles abbauen. Gut, das war's erstmal. War jetzt mehr so Vlog als Schraubervideo. Danke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Schrauben. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, welches Modell der Neuzugang ist. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.